Phönix spürte Ligurons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte ihn an die Verantwortung, die auf ihm lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Oh, Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war, spross der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht. Wer hat euch das angetan? Nun lasst diese Gefühlsduseleien und kommt zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist schon viel besser. Der Adamantsplitter von Typhons Schergen, das Metall der Götter, wurde förmlich von Phönix angezogen, als wollte er von ihm zu etwas Größerem geschmiedet werden. Ich werde ans andere Ufer schwimmen müssen. Hallo? Kannst du mich hören? Ich komme! Ich hab deine Axt! Phönix näherte sich der Axt, die nach ihm zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl... Doch bevor Phönix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Wer klopft da an meiner Tür? Niemand? Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Das war dann wohl Phönix Ende. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Wahrlich eine hübsche Geschichte.
Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Was war das nur für ein seltsamer Ort? Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach! Phoenix war im ja. Ich hasse dich! Aber ist es so nicht spannender? Nein. Erzähl weiter. Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst wie alle anderen. Wer ist da? Hallo?
ich dich nicht sehen, aber bald. Sind das Flügel? Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Klappt ja sogar. Irgendwie. Die Axt. Die Axt von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Dein Ende ist nah, Mensch. Besonderes in dir.
einer meiner Blitze! Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phönix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach, wirklich? Nachbildung von Zeus Blitz? Als ob. Energie durchströmte Phönix. Mehr als er ertragen konnte. Was passiert mit mir? Tschüss, Sterblicher! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Nachdem er sich in die Abgründe des Tartarus gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phönix dem Riss siegreich. Vorerst! Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte er über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren? An vielen Abenden hatte Phönix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phönix aus. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht.